Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Mit diesem tröstlichen Wort aus dem ersten Johannesbrief begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zu einer Viertelstunde mit Gott, unserem kleinen Online-Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott ist Licht und in Gott ist keine Spur von Finsternis. Jesus Christus ist unser Morgenstern. Mit ihm endet die Nacht und die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Gottes Geist lässt auch in uns ein Licht scheinen. Ein Licht, das tröstet, Mut macht und stärkt. Amen. Wie schön leuchtet der Morgenstern. So heißt ein Lied von Philipp Nicolai, dem Namensgeber unserer Kirche hier. Wir hören sein Lied jetzt. Jochen Kneiphoff wird es am Flügel für uns spielen. In der vierten Strophe des Liedes heißt es: Von Gott kommt mir ein Freudenschein. Wenn du mich mit den Augen dein gar freundlich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. Nimm mich freundlich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden. Auf dein Wort komm ich geladen. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Sterndeuter aus dem Osten. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu der Zeit, als Herodes König war. Sieh doch, es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie: Wo soll der Christus geboren werden? Und sie antworteten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs der Unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus ihr wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und sieh doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war.
Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum: Geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Sterne, unverzichtbarer Schmuck in der Weihnachtszeit. Auch hier an unserem Baum haben sie ihren Platz gefunden. Alle diese Sterne erinnern an den einen Stern, der die drei Weisen aus dem Orient nach Bethlehem geführt hat. Sie hatten sich auf den Weg gemacht, um ein Königskind zu finden. Der Stern hat sie aber nicht in einen Palast geführt, nicht in die Hauptstadt des Landes. Der Stern hat sie in ein Dorf geführt. Er leuchtet über einem Haus, einer Unterkunft, in der sie das Kind in einer Futterkrippe statt in einer goldenen Wiege finden. Gottes Wege sind anders, als wir sie erwarten. Und doch sind sie voller Licht. Licht, das in der Nacht scheint und Richtung und Orientierung gibt. Gottes Licht ist in unserer Welt. Mehr noch, es hat sich mit uns verbunden. Gott hat sich mit den Menschen verbunden, in einem kleinen Kind, und ist uns ganz nahe gekommen. Gott ist uns nahe. Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht, Gottes Glanz ist in unserer Welt. Kann ich das wirklich glauben? Manchmal fällt es mir schwer, ehrlich gesagt. Ich sehe die Bilder von obdachlosen, frierenden Flüchtlingen in Bosnien und anderswo und bin angesichts dieses Elends völlig hilflos. Ich habe eine Freundin, die hat einen sehr nahen Angehörigen verloren und sie hatte keine Gelegenheit, ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten, denn er ist auf einer Intensivstation an Corona gestorben. Wie kann ich sie trösten? Die Infektionszahlen fallen nicht in ausreichendem Maße und in mir macht sich jetzt Müdigkeit und Unwillen breit. Ich würde so gerne wieder unbeschwert meine Eltern treffen und sie herzlich in den Arm nehmen. Nicht taghell, sondern dunkel wie die Nacht sieht es manchmal in mir aus. Und ich bin mir sicher, bei euch, bei ihnen auch. Wo ist Gottes Licht? Wo ist der Stern, der uns leitet? Nun, vielleicht müssen wir die Blickrichtung ändern. Und nicht nach oben, sondern nach innen gucken. Denn Gottes Licht scheint in den Menschen. In Menschen, die helfen zum Beispiel. Die den frierenden Flüchtlingen Decken bringen und ihnen Geldscheine zustecken. Die auf den Intensivstationen um das Leben der Kranken kämpfen. Die sich verantwortungsvoll an alle Hygieneregeln halten und so eine weitere Ausbreitung des Virus stoppen. Die verbreiten Gottes Licht. Und Gottes Licht scheint auch in mir. Dieses Licht zu entdecken und den Morgenstern, der das Ende der Nacht ankündigt, zu finden, dazu
ermutigt uns die Epiphaniaszeit. Diese Zeit im Kirchenjahr führt uns sozusagen von der Festzeit in den Alltag. Das, was uns an Weihnachten erzählt wurde, das sollen wir nun auch in unserem Alltag wiederfinden, wiederentdecken. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Stern in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das schreibt Paulus im 2. Korintherbrief und er hat recht. Schauen wir auf Christus, auf die Liebe, die er seinen Mitmenschen gegenüber gezeigt hat, auf seine Gleichnisse, mit denen er von Gottes Reich erzählt hat, auf seine Wunder, mit denen er bewiesen hat, dass Gott Gutes für diese Welt im Sinn hat, Heilung und Leben. Lassen wir sein Licht leuchten in uns und um uns herum, dann folgen wir dem Stern und erscheint auch bei uns und vertreibt jede Nacht. Amen. Wir wollen beten. Gott, du schenkst dieser Welt dein Licht. Jede und jeder ist dir wichtig. Und so können wir all unsere Anliegen vor dich bringen und bitten für das, was uns am Herzen liegt. Wir bitten dich für diejenigen, die Dunkelheit in ihrem Leben erfahren, für die Einsamen und die Kranken, für die Enttäuschten und Verbitterten, für die Notleidenden, und für alle, die ihre Hoffnung begraben haben, schenke ihnen allen Zuversicht. Gott, dein Licht will sich ausbreiten. Lass es auch unter uns und in uns hell leuchten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es beschenke euch Gott mit der Behutsamkeit seiner Hände, mit dem Lächeln seines Mundes, mit der Wärme seines Herzens, mit der Güte seiner Augen, mit dem Geheimnis seiner Gegenwart, mit seinem Licht. So segne und behüte euch der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.